Mit dem Antisemitismus wurden wir allerdings alltäglich konfrontiert. Nicht nur gab es immer mehr Geschäfte mit dem Aushang Juden unerwünscht, auch das Schwimmbad an der Görnerstraße, zwei Ecken von unserer Wohnung entfernt, wo ich leidenschaftlich gern schwimmen ging, informierte eines Tages mit einem Schild, dass Juden nicht mehr zugelassen seien.